Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Worms 3D. In der letzten Folge haben wir das Trainingsprogramm abgeschlossen, also, nee, aber nicht. In der letzten Folge haben wir die letzten beiden Trainingsprogramme abgeschlossen, der große Kong und Chitter D. So, und jetzt machen wir das nächste Trainingsprogramm, und zwar Reagenzgläschen, und das geht schon wieder so schnell. So. Nun, herzlichen Glückwunsch, Soldat. Die Grundausbildung haben Sie fast schon hinter sich. Zeit, dass Sie dem Feind zeigen, was Sie gelernt haben. Diese höchst lästigen Biester haben sich unseren geheimen Forschungslabor eingeschlichen. Wenn man ihnen keinen Einhalt gebietet, könnte es jede Menge Schweinerei geben. Dieses Mal steht Ihnen ein Team zur Verfügung. Boah, geil. Achten Sie auf die Zugdauer, die Schüsse zählen. Zur Erinnerung, Opfer kann man hinnehmen, solange gewährleistet ist, dass der Feind eliminiert wird. Das heißt, hoffentlich, keine Ahnung, die ganze Gruppe kommt heute zum Zug. Boah. Ist übrigens auch erstmal eine zweite Aufnahmesession. Ich habe letztens nur zwei Parts aufgenommen. Weil irgendwie davor muss ich irgendwie gucken, wie es nochmal mit der PS2 geht und wie ich das hinkriege. Und da habe ich irgendwie eine andere Möglichkeit gefunden, aber die war kacke. Und ja. War nicht so ein produktiver Tag. Aber diesmal habe ich vor, ein paar Parts länger aufzunehmen. Was für euch vielleicht keinen Unterschied macht, da ihr nur einmal pro Tag eine zu sehen bekommt, aber egal. So. Jetzt kommen jetzt mal Daniros Buben und hauen alle weg. So, das sind auch 4 Stück, habe ich schon gesehen, glaube ich. Jetzt geht's um die Wurst, Soldat. Sie haben 1 Minute Zeit für ihren Zug. Danach hat der Feind ebenfalls 1 Minute Zeit für seinen. Sie müssen unbedingt in dieser Zeit feuern, ansonsten verlieren sie ihre Chance. Vergessen sie nicht, den Wind zu beachten. Er könnte einige ihrer Schüsse vom Kurs wegblasen. In den Wind hineinzuziehen ist die beste Methode, die Schüsse am Kurs zu halten. Experimentieren sie ruhig, um zu sehen, welche Waffen davon betroffen sind und welche nicht. Ebenfalls sollten Sie berücksichtigen, dass das Land zerstörbar ist. Versuchen Sie nicht durch Löcher ins Wasser zu fallen. Vielleicht haben Sie einige der Ihnen zur Verfügung stehenden Waffen noch nicht gesehen. Aber wo könnte man sie besser ausprobieren? Alles, was Sie tun müssen, ist, das anzuwenden, was Sie in den vorherigen Lernprogrammen gelernt haben. Ja, planen Sie die Mission. Und wir glauben, Sie werden bereit sein, für alles, was die Kampagnen Ihnen entgegenzuwerfen haben. Okay, ist gut. Auf Wiedersehen und viel Glück, Soldat. Danke, Major. Ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß. Das heißt, wir haben unsere erste offizielle Wurmschlacht hier. Also nicht meine offizielle, ich habe ja schon früher. Hey, Rainer, wie geht's? Ich habe ja schon früher gespielt, aber das ist trotzdem ein bisschen lange. Nee, hier möchte ich nicht stehen. Das ist ein bisschen gefährlich. Jo, das war geil. Also bin ich nicht da oben geblieben. Ja, das hat natürlich wieder mein Skill hier definiert. Ja, super. Wie heißen die Crusader? Oh nein. Der wird die noch nicht. Nein, nein, nein. Nein! Nein, Bob! Wozu liegt ein Zahnreiner-Skill in Bewegung, was? Warte, aber du kannst, kann ich auch. Na, warte. Wen steuere ich ja überhaupt gerade? Keine Ahnung. So. Na? Also sowas nenne ich irgendwie Karma! Was hat einen zu großen Schluck genommen? So! Das ist wie beim Schach, ey. Was zum Teufel? Und er teleportiert sich da oben hin, okay. Darkseid, das heißt unser Gegner. So, dann. Du stehst da so richtig schön. Kreis, ja. Stehst du da so richtig schön. Oh, eine Bananenbombe. Dann probieren wir mal alles Mögliche aus, zum Beispiel den Mörser. Din, 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 din. Mal gucken, ob ich den treffe. Ja, habe ich. Boah, der hat viel abgezogen. Aha. Oh Gott, das war knapp.
konnte dir das Olaf nur antun. So, unser Hauptcharakter William Orm. Was setzt man hier ein? Wir haben das Schaf, super Schaf und also was. Bananenbombe, heilige Handgranate, warum können wir ihn nicht einsetzen? Wahnsinnsrind. Das war mal super scharf ein. Obwohl ich weiß, ich muss ja mal ausprobieren, wie das geht. Okay. Oh Gott. Das ist unser Feind. Ein bisschen weiter, wenn ich weiter weg gewesen wäre, benutzen sollen. Da teleportieren die sich überall. Sehr schön. Ja, würde ich auch sagen. Hol sie dir, Rainer. So, wo bist du? Da bist du. Hey, na? Halt das mal. Leute, nein, nein. Verdammt, er ist nicht rausgeflogen. Ich würde auch für mein eigenes Kampf, oh Gott, Olaf. Nein, nicht auf Olaf. Oh Gott. Ah, die können genauso beschissen treffen mit den Granaten wie ich. So, oh. Raus hier. Wo ist der Typ? Da, wie soll ich denn den erwischen? So. Machen wir mal so. Hey, dreh dich um. Dann nicht. Gebe ich vielleicht abgezogen. Hoffentlich genug. Nein, nicht ein. Der P hat ja noch. Ich habe irgendwie nur eine 1 gesehen, aber das kann nicht sein, oder? Oh Gott. Ich dachte, das wäre. Ich dachte, der Platscher war für uns bestimmt. Die Zeit ist gekommen. Ich sehe gar nicht, wie viel er noch hat. Hallo? Aber ich glaube wenig, ne? Ja, ich glaube, das wäre Overkill. So, hier. Das war, glaube ich, voll Verschwendung, aber was soll's. Ja, ist auch Verschwendung. Hey. Was war hier? Bams. Jetzt, wo ist der andere? Ich muss da näher ran. Soll ich denn da näher rangehen, ey? Olaf? Rainer, war aber knapp. So. Ich würde sich doch da runterschießen können, oder? Ja, zwei auf einmal. Das ist unser Hauptcharakter. Er schafft so was. So. Wenn nur nicht beim ersten Zug schon direkt runtergefallen wäre, ey. So, ausprobieren. Oh. Explodier doch! Was zum... Ey, was ist das? Hä? Tja. Nein! Okay, ich drück nicht mehr X, ich drück nur den Analogstick. Weil immer wenn... Nein! So, weil immer wenn diese Dinge kommt hier, diese ja, Animation, wenn man hier sieht,
wo die ganzen Würmer sind, will ich mal wegdrücken und ich habe mir schon gedacht, irgendwann drücke ich dann aus Versehen meine Waffe ab. Brieftaube. Versuchen wir mal. Ich kenne die ganzen Waffen noch, aber schon wieder so lange her. Na. Sehr gut. Explodier! Was zum? Die Waffen sind aber ganz schön überpowered, kann das sein? Lass mir doch nicht sagen, dass du dadurch nur lebst. Ey. Hey. So, analog. Ja, oh Mann. Wie kann er denn noch leben? So. Nee, geht er nicht. Links hat er mal noch hier. Für Massenzerstörungswaffen hier. So, was hier? Der lebt wahrscheinlich immer noch, ne? Nö. Das war auch gar nicht so schwer, oder? Nee. Hm. Boah, geil. Warte, die Magnet ist auch, Taub ist auch magnetisch. Schon wieder ein Geheimnis. Boah, geil. Und nur immer der Schlüssel herkommt, ne? Okay. Hätten wir auch noch nicht. Sehr gut. Ja, ganz Gläschen und Pro. Okay. Weiter. Der Übungsplatz. Na gut. Wir kommen im Übungsbereich. Nehmen Sie sich doch etwas Zeit, mehr über Ihre Waffen herausfinden. Hier können Sie genau das in aller Ruhe machen. Viel Vergnügen. Okay. Sieht jetzt irgendwie nicht so wie so eine offizielle Schlacht aus. Nee. Boah, hier ist vorhin irgendwie das Spiel abgestürzt. Irgendwas machen wir. Na, okay. Gucken wir mal. Sieht mir jetzt nicht nach so einer Mission irgendwie aus, sondern irgendwie, weiß ich nicht. Jetzt könnte man hier einfach so oben experimentieren mit den ganzen Waffen oder was? Keine Ahnung. Welcher sehen? Das ist der Übungsbereich, in dem Sie alle Waffen austesten. Es gibt keinen Gewinner oder Verlierer. Lassen Sie sich Zeit, finden Sie, bla bla bla. Wenn Sie nicht haben, können Sie einfach zum Menü zurück. Viel Spaß. Okay. Ach, ich soll hier alles treffen, oder was? Ja, super. Was? Okay. Was ist das denn? Batterieangriff. Weiß ich nicht, hier. Win. Irgendwie nicht so gebracht. Wie kann man das hier überhaupt schaffen? Ich glaube ja nicht, ne? Hey, das ist weg. Was? Muss ich hier alles treffen? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, das ist einfach nur so zum Spaß. Ist auch nicht.
Könnt ihr auch alles kaputt machen, damit keine Dinger mehr kommen, hier keine Ziele. Hier halt auch mal. So. Was ist das denn? Also da in der Ecke, nicht die Oma. Was zum... Hab mich selbst in die Luft gejagt. Ey! Oh, wie ist das denn passiert? Habe ich die Mission geschafft? Ich mach das nochmal. Vielleicht muss man ja jede Waffe einmal benutzen, keine Ahnung. Ich mache das jetzt einfach mal. Haben wir noch genug Zeit und dann können wir die Kampagne in der nächsten Folge beginnen. So. Weiß nicht. Bazooka. Hier, das Ding. Zack. Kann mal einer sagen, warum die direkt in meiner Hand explodiert ist? So, zack. Oh, ich bin echt gut, ne? Sehr gut. Wow. Ich glaube, ich muss ja echt jede Waffe mal benutzen, ne? Wupp. Warte, sie ist oben gelandet. Kann mit dem Ding gar nicht treffen. Die Waffe kenne ich noch. Ja. Wow. Man muss ja echt alles kaputt machen. Ich habe meinen Spaß. So. Blutruf. Ziehenbombe. Was für ein netter Ausdruck. Oh, brennen. Wie die Klebebombe. Wupp. Ich glaube, die werde ich oft benutzen, weil mit der kann ich treffen. Ha. Na, schade. So, super scharf. Boah. Sehr gut. Das bitte nicht wieder von der Oma in die Luft jagen lassen. Kommt, glaube ich, als nächstes. Ne? Ja. Ja, die Furz. Natürlich explodiert sie. Ja. Hat. Wie soll ich mir ab? Pff. Egal. So, schluck das. Voll gespoilert für alle Waffen, ne? So, Lotterieangriff. Nochmal. Win, yay.
Okay, jetzt habe ich jede Waffe benutzt und keine Ahnung. Ich muss ja auch echt alles so machen, damit das nicht mal auftaucht oder was. Ja, voll doof. Verdammt. Plops. Na gut. So, mehr haben wir aber auch nicht, ne? Ist ja einfach. Ich glaube, das ist auch die Superwaffe unseres Teams, ne? Warte, ich muss sie einsammeln? Ne, da ist er doch wieder. Vielleicht muss ich irgendwie so was Verrücktes machen, ne? Keine Ahnung. Einfach rumexperimentieren. Ich tue echt drei von denen hier. Na gut. Dann. Also nicht. Wenn wir ein Part hier. Boah. Geil. Dann würde ich sagen, die Kampagne beginnen wir dann in der nächsten Folge. Keine Ahnung, ob man hier was machen muss oder nicht. Da steht doch hier. Hier, da ist kein Haken jetzt dran. Keine Ahnung. Würde ich sagen, ich beende den Part hier und wir sehen uns in der nächsten Folge, wo wir dann endlich die Kampagne starten. Der jüngste Tag. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.